bin ja heute wieder mit Matthias im schönen Step in Stuttgart und heute geht es um das Thema Arthrose. Es gibt ja schon einige Videos von mir, was man beim Thema Arthrose mit Five machen kann. Verlinke ich euch gerne nochmal. Heute wird der Matthias uns ein paar Tipps geben, mit welchem Programm ich in Milan und mit welchen Trainingsarten ich am besten mit jemandem trainieren kann, der eben schon mit Arthrose seine diversen Problemchen hat. In diesem Sinne, wird spannend. Sehr spannend. Zum Thema Krafttraining bei Arthrose haben wir sehr gute Erfahrungen sammeln können mit unserer Trainingsart isokinetisch. Das heißt, beim isokinetischen Training entscheidet der Kunde letztendlich, wie viel Kraft bringt er in die Übung rein, auf dem konzentrischen Weg, und aber auch, wie stark hält er dagegen bei dem exzentrischen. Und das Schöne hierbei ist, ihr könnt einzelne Geräte auch auf isokinetisch einstellen, gerade da, wo der Kunde am meisten Schwierigkeit hat, so stört das auch euer Zirkelablauf nicht und der Kunde kann sauber im Krafttraining arbeiten. Wichtig beim isokinetischen Training ist natürlich auch wieder die Bewegungsamplitude. Also auch hier die komplette Bewegungsamplitude gehen, die für den Kunden machbar ist. Genau. Und der Kunde entscheidet, wie stark er drückt in der konzentrischen Phase und wie stark er gegenhält in der exzentrischen Phase. Ja, was halt auch ganz stark ist hier, ich kann zum Beispiel in der Anfangsphase, wenn ich da einen Schmerz habe im Knie, ganz leicht drücken und kann in der späteren Phase wieder mehr Druck aufbauen. Und das Gerät gibt mir immer den Widerstand, den ich gerade wirklich brauche für die optimale Bewegung, für die optimale Aktivierung der Muskulatur. Also genau. Geiles Training für jemanden, der vielleicht noch irgendwo ein bisschen Schmerzen hat. Genau, kann sehr sauber mitarbeiten, kann den Kunden entscheiden lassen, wie kann er trainieren, wie ist es für ihn so, dass er da schmerzfrei trainieren kann und holt da den Kunden mit ins Boot. Das wirklich Geniale daran finde ich, wir müssen nicht wieder Übungen weglassen, wie wir es vielleicht früher gemacht haben, sondern wir können wirklich auch das Gelenk, was betroffen ist, aktiv beüben, gehen ins isokinetische Programm, können dann so leicht und schwer trainieren mit den Leuten, wie es für sie passt und können damit einfach im Zirkel, so wie es gewohnt sind, mit den Leuten arbeiten und sie bekommen trotzdem perfektes Training, was sie in dem Moment brauchen. Deshalb sehr cool, dass du uns heute erklärt hast. Ja, und können so eben auch Gas individuell geben, arbeiten. Ran mit den Leuten. Ran mit den Leuten. Krafttraining, Beweglichkeitstraining. Ganz wichtig. Wichtigste für ein Approaches-Game. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi. Ciao.